Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit einem einstündigen Rennen in Tsukuba. Und heute fahren wir mit dem Mazda Roadster Touring Car. Den haben wir auch schon ausgewählt. Ich kann euch das Tuning gleich mal zeigen. Mache ich an der Strecke einfach. Ah, wir sollten allerdings erstmal im Rennshop Intermediate und Regenreifen kaufen. Ist nämlich wichtig, damit wir auch überhaupt die nutzen dürfen, falls es regnet, denn mit aller Wahrscheinlichkeit wird es regnen. Das ist ein Rennen, was übrigens verbuggt ist vom Schwierigkeitsgrad her. Wenn ihr es auf einfach fahrt, ist der Schwierigkeitsgrad höher als auf schwer. Ich fahre hier auf schwer, bin auch damals schon auf schwer gefahren. Und ich habe mir ein Tuning runtergeladen von einem YouTuber. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ich guck mal schnell nach. Jack heißt der. Großes J, kleines A, großes K. Und ich musste das Tuning aber ein bisschen anpassen, denn er hatte hier 92% Leistungsanpassung, dafür aber 7 Kilogramm Ballast um 50 nach hinten versetzt. Ich musste um 3% runter mit der Leistung, konnte dafür 6 Kilogramm aber wegnehmen. Aber wenn ich zeige das mal, wenn ich jetzt quasi auf seine Original-Settings gehe, oh, dann haben wir 604,5 Performance-Punkte. Wie auch immer, ist halt jetzt so und wurde irgendwann mal geändert. Wir haben Medium-Rennreifen, voll anpassbare Aufhängung. Da gibt es so ein paar kleine Sachen, die geändert wurden. Dann haben wir hier Differential, auch voll anpassbar, aber ohne Anpassung. Also einfach nur just for the lulz. Motorsteuerung voll anpassbar, Ballast, damit man den nach hinten packen kann. Dann haben wir ein anpassbares Renngetriebe, das genau, wait, so aussieht. Warum ist manuell anpassbar da komplett ausgegraut? Ich weiß es nicht. Dann haben wir Luftfilter in der Rennausführung. Sportbremsen sind standardmäßig drauf. Dann haben wir hier noch Rennausführung bei Kupplung und Schwungrad. Und dann haben wir Kolbenhub hoch, Motorbalance Tuning. Wir haben Rennkurbelwelle. Und darüber hinaus Verwindungssteifigkeit erhöhen, was ich hier gerade überdecke. Das ist das Tuning, was er nutzt. Und ich bin mal gespannt. Guck mal, wie es läuft. Eine Sache, die ich mal irgendwann jetzt gelernt habe tatsächlich, ist, Motormodus hin und her stellen bringt in GT7 bei weitem nicht so viel wie Shortshiften für Spritsparen. Du verlierst deutlich mehr Performance, wenn du den Motormodus umstellst. Und ich muss die Bremspunkte besser erwischen. Heidewitzka. Das ist halt ein komplett ungewohntes Auto. Ich habe jetzt auch keine Proberunde oder so gemacht. Ihr werdet es gerade gesehen haben. 0,0 Kilometer hatte ich drauf. Und irgendwie hieß es bei ihm, er wollte 58 Runden fahren mit dem Auto. Also er meinte, das Setup sei für 58 Runden gut. Irgendwie hieß es von ihm aus, man sollte ein bisschen Sprit sparen, um 13 Runden zu fahren. Weil regulär könnte man 12 Runden fahren, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so fahre, ich könnte sogar 15 Runden fahren. Oder 14 oder so. Wir sind auf jeden Fall ganz gut unterwegs, aber er ist auch unter einer Minute bei der ersten Runde gewesen und ja, mal schauen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Der Gedanke dahinter, das nochmal zu zocken, ist, dass ich auch mal testen möchte, wie sich die Human Comedy Rennen verändert haben, weil ich kriege oft Kommentare unter den Human Comedy Videos, wo Leute sich beschweren, dass sie teilweise einfach deutlich bessere Zeiten fahren als ich. Und der trotzdem einfach drastisch hinterherhinken gegen die KI. Eventuell liegt es tatsächlich daran, dass man auf dem höheren Schwierigkeitsgrad fahren muss, einfach. Und dann hat sich die Sache erledigt. Aber einfach mal, um ein bisschen zu experimentieren, fahren wir jetzt halt mal und gucken. Und aktuell fahren sie ja noch recht humane Zeiten alle. Wir sind bei unter einer Minute. Schon mal nicht schlecht. Alter. Und er fährt mir in die Kiste. ...16 Sekunden glatt der Rückstand. Aber wir holen auch zur Spitze auf. Also ich habe aktuell das Gefühl, das läuft. Ah, ich habe Schaden am Heck. Läuft. Danke. So, sieht jetzt deutlich besser aus, aber was die
Fahrt angeht. Ich musste mich ein bisschen an das Thema Bremskraft gewöhnen. Ich muss mich noch ein bisschen härter reinhacken noch, aber... Ich kann ja auch ewig viele Runden fahren mit dem Sprit, also... So sparsam, wie ich mit dem unterwegs bin, das ist... Verrückt. $8.59. Ja, also, ich frag mich halt leider, warum... Also, ich frag mich nicht leider, sondern ich frag mich halt, warum man, eine Mission macht und die auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad verbuggt ist. Und warum man das auch monatelang nicht fixt. Und jetzt kommen wir zu dem Wort leider. Leider zeigt das auch so ein bisschen, dass manche Aspekte einfach ein bisschen, ja, nicht gepflegt werden von diesem Spiel. Was eigentlich Pflege verdient hätte, finde ich. Weil die Human Comedy Missionen sind so, finde ich, noch mit der interessanteste Part, den du vom Spiel hast, eventuell. Und es wäre eigentlich echt schön, dann auch hier die... Pflege zu sehen, die dieser Modus auch verdient hat, die diese Missionsreihe verdient hat. Ich weiß auch, dass ich das damals ein bisschen auch gecuttet habe, hier das Video. Jetzt wird's ein einstündiges Uncut-Rennen. Bin mal gespannt. Normalerweise ist es ja so, wenn ich, da kann ich jetzt mal vielleicht drüber reden. Das ist vielleicht ein interessantes Thema, weil es auch sehr gut hierzu passt. Normalerweise ist es so, wenn ich halt einstündige Rennen fahre, dann mache ich das meist ja nicht mehr Uncut, sondern es wird zu einem Cut-Video. Und, das Ding ist, ich habe früher immer wieder auch was erzählt während des Rennens. Ja, ich habe richtig viel gelabert. Ich meine, da sind auch viele interessante Sachen dabei. Ich habe zum Beispiel ja in der Formel 1 sehr breit gefächertes Wissen. Ich habe just heute, Eidewitzka, ich habe die Punktzahlen von Michael Schumachers Ferrari-Jahren versucht zu replizieren. Und ich habe von 2000 bis 2006 die meisten exakt getroffen. Und bei einigen war ich in der Schätzung echt nah dran. Also welche ich auf jeden Fall weiß, ist 144 waren es 2002, 93 waren es 2003, 2448, 2006 waren es 121. Und geschätzt habe ich die für 2005 ziemlich gut, für 2001 und für 2000. Und das Ding ist... Einfach nur, um das Wissen nochmal gerade zu zeigen. Das Ding ist halt, wenn du so Wissen hast und das zum ersten Mal halt wiedergibst, dann ist cool. Irgendwann bist du halt aber ein bisschen leer gelabert, sag ich mal ganz doof. Und dann denkst du dir, ist jetzt mal gut. Ich hör einfach auf zu labern. Und dann gucken wir mal, wie es in den nächsten Videos läuft, weil du willst halt auch nicht dich mehrfach wiederholen. Du kannst natürlich immer wieder dieselben Floskeln sagen und so weiter und so fort, aber irgendwann fühlst du dich halt einfach ein bisschen blöd, wenn du immer wieder dasselbe sagst, wenn immer wieder dasselbe passiert. Ich muss übrigens sagen, dass ich jetzt eine Sekunde oder so langsamer bin als der Dude, von dem ich das Setup habe, ist jetzt auch nicht schlimm, weil ich habe ja auch weniger Leistung. Ich habe 3% weniger Leistung wahrscheinlich. Aber dafür 6 Kilo weniger, ey. Das wäre mir für mein Real Life sehr, sehr wichtig. Also von mir aus 6 Kilo wegnehmen, sehr gerne. Dann wäre ich jetzt wieder bei unter 100. Das wäre richtig stark. Aber ich bin auf dem Weg dahin aktuell. Das ist sehr schön. Wenn wir genug Zeit haben und wenig Themenvielfalt haben, dann können wir darüber auch nochmal sprechen. Nee, aber ich habe dann irgendwann ja angefangen mit Cut-Videos. Das ist auch so ein bisschen die Sache, dass man auch versucht, ein wenig mit der Zeit zu gehen. Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich meine, klar, es gibt auch viele Liebhaber für Uncut-Videos und ich meine, ich habe ja auch einen Kompromiss gefunden. Ich fahre zweigleisig und meine, ihr habt ja auch Spaß dabei. Der Kanal ist ja auch gut am Wachsen, gut am Florieren.
ist bei fast 24.000 Abonnenten, was enorm ist. Ja, ich meine, klar, er hat den Push vom anderen Kanal, aber fernab davon, für einen Kanal, der jetzt fast 2 Jahre läuft, ist das extrem stark. Irgendwann während F1 2020 habe ich den gemacht, also so 2 Jahre, 2,5 Jahre vielleicht läuft der. Und insofern bin ich da enorm happy mit allem. Aber irgendwann kam halt so ein bisschen der Punkt, wo man sich gedacht hat, okay, etwas umgestalten wäre cool. Und jetzt vor kurzem habe ich ja noch 50% Rennen gemacht in der Cut-Karriere. Und da kommen wir jetzt zu der Überleitung, warum es hierzu gerade sehr gut passt. Normalerweise fahre ich so lange Rennen halt so, dass ich das Rennen fahre. Und wenn es zu entscheidenderen Situationen kommt, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier wäre, da würde ich anfangen. Okay, jetzt kommen die ersten Überrundungen. Ich spiele diesen Modus gerade nach. Das erste Auto hat uns wenig Zeit gekostet. Wir gucken mal, wie es hier mit dem zweiten Fahrzeug ausschaut. Der zieht nach innen, okay. Wir sind vorbei. Und da sind wir auch schon direkt dran am Podium. Igor Fraga direkt vor uns. Davor dann vielleicht der nächste auf Platz 2. Und 4,5 Sekunden fehlen uns noch zu P1. So, und dann würde ich gucken, wann überhole ich Igor Fraga und so weiter und so fort. Und wenn in der Zwischenzeit halt wenig bis nichts passiert, dann machst du auch relativ wenig bis nichts. Es sei denn, du hast irgendwas zu sagen. Das machen wir strategisch, gibt es irgendwie einen Richtungswechsel und so weiter und so fort. Und irgendwann hat sich das auch bei F1 22 und 2020 und anderen Formel 1 Spielen wiederholt. Für 50% Rennen. Da habe ich halt irgendwann einfach immer wieder dieselben Floskeln nutzen können, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn du halt schon seit 8 Jahren oder so die Karrierevideos machst und B, wenn du ja mehrere Saisons pro Karriere hast, also pro Spiel, und C, wenn du auch immer wieder mit denselben Strategien versuchst voranzukommen und es eigentlich auch immer ganz gut klappt und du es eigentlich auch immer wieder nutzen kannst, weil hat sich ja als ganz vernünftig erwiesen. Übrigens, Auto fährt sich gut, also bin ich zufrieden. Ich komme nur noch nicht mit dem Bremsvermögen des Mazdas klar, weil ich in letzter Zeit andere Autos, glaube ich, gewohnt war. Wobei sich das auch gerade ein bisschen fängt. Und das Ding ist, irgendwann machst du halt dieselben Bulletproof-Strategien. Die haben sich eh schon ein wenig bewiesen. Und dann kannst du halt auch wirklich ganz, ganz entspannt an die Sache rangehen und immer wieder deinen Schuh fahren und redest über denselben Kram, machst immer dasselbe und so weiter und so fort. Das Problem ist da halt irgendwann, wenn du halt 2x50 Minuten Rennen fährst und du hast nichts, worüber du reden willst, musst, kannst, sondern du hast teilweise immer wieder dieselben Geschichten. Manchmal hast du natürlich die Zweikämpfe, die hast du aber im 25% Rennen auch. Irgendwann ist es ein bisschen eintönig für dich und irgendwann denkst du dir auch, Alter, ist jetzt auch mal gut, ne? Ich möchte auch mal ein bisschen vom Pfad abweichen. Ich möchte auch mal nicht quasi jetzt 2x50 Minuten, jetzt war doof gesagt, zu 2/3 jeweils meine Lebenszeit verschwendet haben, so. Ah ne, sorry, nicht 2x50 Minuten, weil ich habe damals immer eine 50% Folge, also ein 50% Rennen pro Folge gemacht. Du willst aber nicht 50 Minuten Rennen fahren und am Ende cuttest du 10, 20 Minuten rein, weil das ist unbefriedigend. Mache ich im Prinzip ja fast schon bei dem bei den 2 25% Rennen auch, aber ich habe das Gefühl, dass du da nicht so viel Leerlauf hast. Und das ist das große Problem, warum ich auch irgendwann tatsächlich gesagt habe, hey, 50% Rennen, finito, weil die haben sehr viel Leerlauf drin. Da geht irgendwann nichts. Es ist Stillstand. Ich respektiere jeden und auch jede Meinung, dass man sich 50% Rennen eher wünscht. Das Problem ist, es gab einen Kommentar, der eigentlich pro 50% Rennen war. Der hat aber perfekt beschrieben, warum ich 25% Rennen jetzt bevorzuge. Es hieß nämlich, beim 50% Rennen hast du viel mehr Entwicklung im Rennen, während das 25% Rennen quasi aufhört, sobald sich das Feld schon geordnet hat.
oder gerade wenn sich das Feld geordnet hat. Und das ist ein super, super wichtiger Punkt. Das ist eine wichtige Aussage, die da getroffen wurde. Denn das ist vielleicht als Zuschauer interessant. Vielleicht findest du es interessant, wenn das Rennen sich gerade entwickelt hat. Und willst jetzt sehen, was passiert noch. Ich versuche übrigens jetzt zwei Runden zu fahren, deswegen gehen wir hier auf Stufe 6. Für mich als Videoproduzent in dem Moment ist es das Schlimmste, was passieren kann. Weil sobald es anfängt mit, ja, es gibt einfach keine Bewegung mehr nach vorne, keine Bewegung nach hinten. Was willst du da noch machen? Was willst du da machen? Kannst du nichts machen. Es ist halt in dem Moment ist einfach das gesamte Spieltempo raus und du bist einfach nur ein Dude, der ja da sitzt und die Zeit vor sich hin trödeln lässt. Und ich habe irgendwann auch tatsächlich mal so ein bisschen Supernatural nebenbei angemacht oder so und habe mir auch mal nebenbei Podcasts angehört. Also ich habe das relativ oft gemacht bei den 50% Rennen, mir Podcasts anzuhören. Und mittlerweile mache ich das dann nicht mehr, weil 25% Rennen, wie gesagt, das ist so kurz, da passiert so viel. Da brauchst du zwischendurch nicht Podcasts hören, damit dir nicht langweilig wird. Und das war tatsächlich so ein Ding, warum ich bei 50% Rennen irgendwann tatsächlich gedanklich raus war. Und das ist auch so ein Punkt, warum ich vielleicht bei den Human Comedy Rennen dann teilweise ja, mal gucken werde, wie wir das gestalten und warum ich es wahrscheinlich nicht so oft machen kann, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich einmal jede Woche oder einmal alle zwei Wochen so ein Video mache, das geht sich ja irgendwie klar. Aber wenn ich jetzt irgendwie Human Comedy zwei, dreimal die Woche hochladen würde, ey, ich würde halt komplett austicken. Übrigens für die Leute, die sich fragen, warum ich das nicht in VR zocke hier gerade. Ganz einfach, das würde keinen Sinn ergeben. Wenn ich jetzt VR zocken würde, ihr würdet keine Abstände sehen, ihr würdet kein gar nichts sehen. Das macht keinen Sinn. Fängt es by the way an zu regnen schon, oder? Ja, dann hätte ich auf Intermediates schon eventuell gehen können. Egal, wir bleiben auf Mediums, wird schon passen. Ja, aber das ist übrigens der Grund, warum ich bei F1 mittlerweile 25% Rennen bevorzuge. Vielleicht wird eine erste Season in F1 23 mit 50% Rennen kommen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich das langfristig durchziehen werde, 50% Rennen zu fahren. Einfach weil der Benefit, finde ich auch, viel zu klein ist. Du konntest in F1 2020 in 100% Rennen ultra geile Strategien fahren. Ich habe mir auch überlegt, ob ich bei F1 2020 auch 100% Rennen machen möchte. Aber dann sind wir wieder bei dem Problem, irgendwann hat sich das Feld ein bisschen zerfasert und dann passiert nicht mehr viel. Da hast du vielleicht ein oder zwei Positionsverschiebungen zu erwarten noch, aber irgendwann weißt du, wo du stehst im Rennen und dann passiert nicht mehr. Und bei F1 22 habe ich nicht das Gefühl, dass die 100% Rennen wirklich viel mehr strategische Vielfalt zulassen, zumindest nicht so viel mehr, dass man dann wirklich sagen kann, hey, es ist wert, eine Stunde mehr Lebenszeit hier rein zu investieren. Und jetzt kommen wir zu dem Thema 50% gegen 25%. Ich meine, 25% Rennen wirkt halt sehr, ja, wie soll man sagen, es wirkt halt sehr arcadig, weil es ein sehr kurzes Rennen ist. Aber jetzt seien wir mal ehrlich, wie oft wurde sich in den, also, das ist, glaube ich, eher das Argument. Ich glaube nicht, dass das Argument eigentlich ist, die Strategien sind schlechter bei einem 25% Rennen. Sondern ich glaube, es ist wirklich, dass es sich arcadiger anfühlt, wenn du es dir anguckst, weil es eben so kurz ist. Aber wenn man mal ehrlich ist, Strategien sind es nicht wirklich. Weil Strategien sind in 25% und 50% Rennen identisch. Du machst da einen Stop, fertig. Das war's. Und es gibt noch einen Faktor, der sogar fürs 25% Rennen spricht, weil in 50% Rennen ist es eigentlich sehr oft vorgekommen, dass die Top 10, zumindest in den älteren Spielen, immer so eine Strategie fährt, eine 2-Stop, weil sie immer auf Softs starten mussten, weil sie in Q3 immer mit Softs unterwegs waren oder halt, ja,
auch im Blitzquali oder whatever. Sie haben sich halt für die Top 10 qualifiziert, müssen also mit dem Reifen starten, mit dem sie sich qualifiziert haben. Long story short, ich verrenne mich in Gedanken. Du hast halt einfach zwei Stops gehabt bei den Spitzenleuten und die sind oft bei 50% Rennen dadurch im Feld gewesen und wurden aufgehalten. Und was passiert bei 25% Rennen? Sie fahren einen Stop. Natürlich wird auch mal irgendwann ein Safety Car kommen, durch das ich sehr stark profitieren kann, wo die KI vielleicht nicht so smart schaltet. Aber das ist dann so die eine Ausnahme, die gegen die paar Einzelfälle antritt, wo ich sage, das ist es mir wert. Wenn ich irgendwann mal durch ein Safety Car von mir aus einen ordentlichen Erfolg verbuche, dann ist okay. Ich habe auch schon viele Erfolge verbucht, weil die KI einfach sehr, sehr doofe Strategien gemacht hat. Und was ist im Endeffekt quasi die Summe, wenn man sich das anschaut? Kontraseite für 25% Rennen ist, und das kann ich wie gesagt verstehen, Rennen fühlen sich einfach arcadiger, nicht so wertig vielleicht an, weil es ist ein kürzeres Rennen. Was ist aber auf der anderen Seite der Vorteil von den 25% Rennen? Ich spare massiv viel Lebenszeit. Also allein dadurch, dass ich so eine Saison viel schneller durchrödel für mich. Natürlich haben wir pro Folge trotzdem jetzt zwei 25% Rennen statt einem 50% Rennen, was insgesamt sogar ein bisschen mehr Zeit kostet. Aber da sind wir an dem Punkt, es geht ja nicht nur rein um die Zeit, die du brauchst, um das Video aufzunehmen, sondern es geht mir ja schon um die Zeit, wie viel Leerlauf hast du dazwischen. Das alles, was wir hier gerade zum Beispiel machen, wäre ohne ein Thema, was ich ansprechen kann, und da sind wir jetzt bei F1 angekommen schon, einfach nur Leerlauf. Das wäre einfach nur langweilig. Das wäre nix für mich. Aber jetzt quatschen wir schon seit 20 Minuten über interessante Themen, wie ich finde. Oder Sachen, die mich halt beschäftigen und die vielleicht auch interessante hinter die Kulissen-Einblicke sind für euch. Und wenn ich jetzt bei F1 eine Stunde brauche für 2,25% Rennen oder 50 Minuten brauche für ein 50% Rennen, dann würde ich das mit den 2,25% Rennen jederzeit bevorzugen. Die Videos sind tendenziell auch schon ein bisschen länger geworden mit den 2,25% Rennen, die pro Video kommen. Und in Summe habe ich halt nicht so viel Leerlauf. Das ist ja die logische Schlussfolgerung. Ja? Wenn du eine Stunde hast, wo am Ende 25 Minuten da sind, versus 50 Minuten Gameplay, wo am Ende 20 Minuten da sind, dann hast du ein ähnliches Verhältnis. Aber bei dem 20%, bei den 20 Minuten Rennen versuche ich dann auch irgendwo was dazwischendurch zu sagen und so weiter und so fort, damit du das halt irgendwie füllen kannst, damit du die Gedanken äußern kannst. Irgendwie habe ich das Gefühl, und es klingt jetzt sehr gemein mir selbst gegenüber, ich hatte das Gefühl, weil ich mir damit unterstelle, dass ich quasi nichtige Inhalte mache oder Inhalte mache, die total useless sind. Ich hatte das Gefühl, dass man bei den 50% Rennen so ein bisschen diese Vision aufrechterhalten muss, diese Fata Morgana aufrechterhalten muss, dass strategische Vielfalt existiert, dass du sehr viel strategisch machen kannst. Und deswegen habe ich ja immer wieder auch auf die Strategie Bezug genommen, was ja jetzt aktuell gar nicht der Fall ist. Und das ist halt das Schöne, finde ich, dass du jetzt einfach das Rennen hast, was im Fokus steht, mit seinen Manövern und mit allem drum und dran. Und es wird für mich auch deutlich weniger langweilig als bei einem 50% Rennen. Wie gesagt, bei dem einen war es vielleicht so ein bisschen, ich versuche mich dazu zu bringen, noch mehr zu kommentieren. Und bei den 25% Rennen ist es halt wirklich, es endet, bevor es langweilig wird. Ich glaube, das ist die perfekte Beschreibung dafür. Und wie gesagt, deshalb braucht man auch wichtige Themen, über die man quatschen kann. Ganz, ganz wichtig. Ja, mein Ansatz jetzt aktuell, by the way, zum Thema Abnehmen, das hatten wir ja vorhin kurz angerissen, das Thema, ist tatsächlich zu sagen, ich möchte deutlich weniger Zucker zu mir nehmen. Und die Methode, die ich nenne, ist eigentlich erstmal sehr unintuitiv, weil ich trinke jetzt als Softdrink gerne noch Eistee. Ich nehme, Hashtag keine Werbung, sondern nur Markennennung, ich nehme nur Lipton oder Arizona, weil die haben jeweils
rund 20 Kalorien pro 100 Milliliter. Also einen etwas niedrigeren Zuckergehalt als, keine Ahnung. Kennt ihr diese in Tetrapacks, diesen Pfirsichtee oder so? Nestle hat auch einen höheren Gehalt. Ich weiß jetzt, sagen manche, oh, Nestle ist nicht Thema heute, ist alles egal. Es gibt aber, wie gesagt, auch Eistee, da variieren die Kalorien sehr stark mit 20 Kalorien pro 100 Milliliter. Und das ist natürlich trotzdem eine Menge. Ich habe allerdings bei mir gemerkt, ich bin jemand, der leider sehr, sehr, sehr stark zu Softdrinks neigt. Ich habe da eine große Affinität für. Jetzt gibt es natürlich zwei Wege. Du machst einen Hardcut und sagst, ich trinke keine Softdrinks mehr. Das Problem ist, ich habe das schon mehrfach versucht. Ist jetzt nicht so, als ob ich erstmals versuche abzunehmen und mir denke, ach nee, Softdrinks schaffe ich ja eh nicht, nicht zu trinken. Sondern ich habe es mehrfach versucht und ich merke immer wieder, nee, irgendwie vieles gelingt, mehr Proteine zu Nahrung zu sich zu nehmen, mehr Obst, mehr Gemüse vor allem auch. Alles funktioniert. Gewisse Sachen durch andere Sachen ersetzen, ja. Alles cool. Aber Softdrinks bleiben immer wieder so ein schwieriger Aspekt. Und das hat sich jetzt irgendwie auch zu Beginn des Jahres immer wieder mal gehäuft. Ich war auch immer wieder mal ein bisschen im Stress. Und dann ist mir aufgefallen, es regnet. Das ist mir nicht aufgefallen, sondern das ist das, was ich in Bezug aufs Rennen sagen konnte. Mir ist aber aufgefallen tatsächlich, dass ich irgendwann angefangen habe, deutlich mehr Softdrinks wieder zu trinken. Und so kam es, dass ich dann vielleicht mal an einem Tag mir dachte so, ach, so eine Fritz-Cola gönne ich mir mal oder whatever, plus vielleicht noch ein Red Bull, wo du vielleicht am Ende des Tages, das ist jetzt ein sehr extremer Wert, aber auf einen Liter Softdrink ungefähr gekommen bist. Und dieser Liter Softdrink hat, wenn du das mit Red Bull, Coca-Cola verrechnest oder auch mit Mio-Cola oder so, bei den meisten Sachen da, auch bei Paulaner Spezi übrigens, bist du bei rund 40 Kalorien pro 100 Milliliter. Paulaner Spezi minimal drunter, Red Bull mit manchen Sorten deutlich höher, bei 46 teilweise pro 100 Milliliter. Rechnen wir mal mit 40 Milliliter. Cola hat zum Beispiel 42. Das Problem ist da halt, dass du 400 Kalorien mit 100, mit 400 Kalorien mit einem Liter trinkst. Und wenn du wirklich auf eine Menge von ungefähr einem Liter kommst, dann bist du halt bei 400 Kalorien. Das ist nicht cool. Und das Ding ist, dass ich manchmal auch ein bisschen hier und da auch mal was Süßes schnabuliere. Und wenn du dann zu deinen 400 Kalorien dann auch noch vielleicht mal einen Schokoriegel dir gönnst, dann bist du ganz schnell bei einem kleinen Schokoriegel bei über 500 Kalorien, ja. Dann bist du bei so knapp über 500 mit einem Kinderriegel. Und wenn du dir was Größeres gönnst, ja, so ein Schokoriegel kann ja bis zu 250, 300 Kalorien haben, dann bist du vielleicht auch mal bei 700 Kalorien. Ich kann übrigens noch relativ entspannt fahren. Ich würde eigentlich noch eine Runde weiterfahren, ne? Wenn du jetzt bei 700 Kalorien vielleicht mal bist, dann nehmen wir mal Durchschnittswerte, ja? Sagen wir 600 Kalorien. Von mir aus 500 Kalorien. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du davon weg? 500, 600 Kalorien. Mein Weg ist jetzt tatsächlich gewesen zu sagen, okay, wenn ich mal vereinzelt einen Schokoriegel will, dann gönne ich mir mal einen Proteinriegel. Das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was man sich den ganzen Tag reinpfeifen sollte, aber Proteinriegel ist eine bessere Alternative als ein Schokoriegel, wenn du halt wirklich, wirklich mal musst. Apropos, wir müssen jetzt unbedingt auch mal in die Box. Und bei mir ersetzt der Eistee mit dem seinen 20 Kilokalorien, also mit der Hälfte der Kalorien, zum einen die gesamte Softdrink-Zufuhr und zum anderen sogar diesen Schokoriegel. Wenn du jetzt zum Beispiel 1,5 Liter Eistee dir gönnst und den zu Hause hinstellst und selbst wenn du den über einen
Tag komplett wegkonsumierst, dann hast du insgesamt bei 1,5 Liter mehr Eistee, 1,5 Liter Eistee versus 1 Liter Cola, sagen wir mal, hast du natürlich erstmal einen halben Liter mehr Getränk, aber du hast 100 Kalorien weniger zu dir genommen. Das ist zum Beispiel das coole Nummer 1. Und wenn du dann deinen Schokoriegel und Co. ersetzen kannst, indem du sagst, ich trinke halt nochmal einen Schluck Eistee im Zweifel, dann hast du mehr als nur diese 100 Kalorien kompensiert. Oder nicht kompensiert, sondern weniger zu dir genommen. Dann hast du direkt 200, 300 Kalorien weniger. Was an für sich ganz cool ist. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Meine Restriktion ist halt, und das habe ich jetzt wirklich seit einigen Tagen durchgezogen, ich trinke, wenn ich einen Softdrink trinken will, nichts außer Eistee. Und ich esse auch keine Schokolade, kein Haribo mehr oder so. Ich habe mir einmal eine Packung Chips gegönnt, aber das war so ein klassischer Tag, wo ich gemerkt habe, am Abend so, ich habe bis jetzt nur ein bisschen was gegessen. Ich habe auch eigentlich nicht so enorm viel Hunger, so, aber ich hätte einfach mal Bock wieder auf Chips. Anyway, man kann sich auch mal Chips gönnen. Egal. Aber ich habe tatsächlich seither ein oder zwei oder drei Proteinriegel mal gegessen. Das ist jetzt in ein paar Wochen, 2, 3 Wochen oder so. 2, 3 Proteinriegel gegönnt. Und ich habe keine Cola getrunken seither. Ich habe keinen Red Bull getrunken. Ich finde eh Energy Drinks, nicht nur Red Bull übrigens, sondern auch alle anderen Energy Drinks. Also, ich will jetzt nicht sagen, Cola oder so sei gesund, aber wenn ihr auf etwas verzichten könnt, dann bitte tut's als allererstes bei Energy Drinks. Ich mag Red Bull vom Geschmack her eigentlich auch echt gern. Schon ganz geil, ja. Aber verzichtet in allererster Hinsicht auf Energy Drinks. Ich habe sogar tatsächlich auch schon ein paar Mal, keine Ahnung, verschiedene Energy Drinks getrunken, manchmal ein bisschen viel. Es ist furchtbar, wenn du nachts nicht einschlafen kannst, wenn du über deine grundsätzliche Konsummenge hinweg trinkst. Es ist ohnehin ungeil, wenn du dich an eine bestimmte Menge Koffein gewöhnst. Dein Körper, nicht du selbst geistig, sondern dein Körper gewöhnt sich daran. Du kannst nichts dagegen machen. Dein Körper gewöhnt sich dran. Tja, und wenn du dann ohne eine bestimmte Dosis Koffein gar nicht erst vernünftig klarkommst, dann ist es nicht gut. Und wie gesagt, da sind Cola-Getränke zum Beispiel auch nicht geil. Ja. Aber vor allem ist da halt auch Energy so krass konzentriert. Wenn ihr das weglassen könnt, ist cool. Egal. Ich habe keine Energy Drinks mehr getrunken, tatsächlich. Was mir persönlich ein wichtiges Anliegen war. Und auch sonst keine Limonade, kein gar nichts. Ich habe letztens einmal mir noch einen McPlant bei McDonald's bestellt. Da war ein 1,5 Liter Cola doch dabei. Als Flasche, dankenswerterweise. Das ist für eine Bestellung auch deutlich praktikabler. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass es das so gibt. Ich habe die nicht getrunken, die Flasche. Ich habe die in den Kühlschrank gestellt. Mein Bruder trinkt halt super gerne Cola. Und ich bin so einer, wenn etwas Süßes vorhanden ist im Haushalt, dann muss es vernichtet werden. Insbesondere, wenn die Packung offen ist. Es muss vernichtet werden. Keine Rücksicht auf Verluste. Es muss vernichtet werden. Das kennt ihr vielleicht selbst. Packung Chips ist entweder geschlossen oder leer. Und ich habe es irgendwie tatsächlich geschafft, mich selbst in irgendeiner Form da zu maßregeln. Und so dumm es auch erstmal klingt, zu sagen, hey, ich trinke nur noch Eistee und das ist mein Zufuhr, wenn ich mal Zucker möchte, so effektiv ist es im Endeffekt auch. Und jetzt kommen wir zum nächsten Aspekt. Dadurch, dass ich nur Eistee trinke, ist es halt, also ich sag mal so, man sagt ja immer, Zucker, wenn du das absetzt, in Anführungszeichen absetzt, wenn du keinen Zucker konsumierst, das ist für deinen Körper ja schon so eine Art Entzug. Eigentlich sagt man ja, du bekommst Entzugserscheinungen, wenn du Zucker absetzt. Ja, und tatsächlich ist es für mich kein großes Problem. Mein Körper sendet mir gerade, und das schon seit ich angefangen habe damit,
keine Signale im Sinne von, hey, ich hätte jetzt schon mal ganz gerne wieder Kinderriegel, Nutella to go oder sonst was hier mit diesen Brotsticks oder irgendwas anderes. Kein Kinder Bueno, kein gar nichts. Jetzt denke ich dran und bekomme gerade ein bisschen wieder Heißhunger, Appetit, aber tatsächlich passiert da gar nichts. Es ist nichts, nichts regt sich in mir, wenn ich so über den Tag einfach meinen Tag lebe. Und das ist tatsächlich das richtig Coole daran. Die Zuckerzufuhr ist in irgendeiner gewissen Form noch da. Wenn der Körper nach Zucker schreit, kriegt er ein bisschen was. Und dadurch, dass du halt im Eistee eine grundsätzlich größere Konsummenge haben kannst, ohne mehr Zucker zu dir zu nehmen als zuvor, kannst du halt auch im Zweifel sagen, hey, ich portioniere das ein bisschen üppiger hier und da. Aber dadurch, und jetzt kommen wir zu dem nettesten Nebeneffekt, dadurch, dass ich halt nur noch Eistee trinke und der zwar meinen körperlichen Bedarf nach Zucker anscheinend deckt, aber geschmacklich irgendwann ein bisschen, ich sag mal, langweilig wird, dadurch ist es auch so, dass ich gar nicht... Okay, lol, das Pitschild ist einfach fest. Crazy. Dadurch ist es tatsächlich auch so, dass ich gar nicht erst diese 1,5 Liter Eistee trinke. Es ist jetzt sehr, sehr oft vorgekommen auch, dass ich einfach nach einem halben oder einem 3/4 Liter sage, brauche ich nicht. Alles gut. Und das ist, glaube ich, echt auch ein krasser Progress. Jetzt muss man überlegen, wie viel Gramm Zucker hast du denn in 100 Milliliter Eistee? Wenn man jetzt von 20 Kalorien ausgeht, sind das 5 Gramm Zucker. Wenn du jetzt nach einem halben Liter aufhörst, sind das so 20 Gramm Zucker. Nee, wait. 5 Gramm? 25 Gramm Zucker. Ich sag mal so, da ich ja jetzt nichts anderes Süßes mehr esse, also wirklich keine Schokoriegel oder sonst was. Zucker hast du auch, keine Ahnung, in Obst ein bisschen drin, ja, und sonst wo. Es gibt immer wieder auch Nahrungsmittel mit Zucker drin, klar. Aber ich sag mal so, dadurch, dass ich so diese ganz, ganz wesentlichen Zuckerstationen jetzt nicht mehr angehe, dadurch, dass ich nicht mehr sage, boah, jetzt wäre es schon geil, eine Packung Haribo mir zu gönnen und die jetzt komplett zu verschnabulieren. Dadurch ist, glaube ich, auch meine Zuckerzufuhr an einem Punkt, der echt akzeptabel ist, zumindest für einige Tage. Aber selbst wenn es an anderen Tagen nach wie vor erhöht ist, ist es, glaube ich, insgesamt im erträglicheren Rahmen. Und es hat jetzt tatsächlich schon so 2-3 Kilo gebracht. Natürlich verlierst du am Anfang recht schnell Gewicht. Glykogenspeicher leeren sich, das ist ja alles am Anfang noch ein sehr, sehr rapider Prozess und der wird auch so schnell nicht weiter fortgesetzt werden in der Intensität. Aber ich hätte auch einfach draußen bleiben können, ärgerlich. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt, finde ich. Und das ist cool. Ja, also die Lösung, sucht euch irgendetwas, was so ein bisschen noch das Verlangen nach Zucker bei euch deckt, aber was es halt hinbekommt, dass ihr ja keine Heißhungerattacken mehr habt, also das ist ja das mit dem Decken, aber dass ihr halt auch trotzdem weniger Zucker in Summe zu euch nehmt. Kann bei manchen auch vielleicht ein Proteinriegel sein. Ihr müsst euch da mal ein bisschen durchprobieren, wenn ihr mal Proteinriegel probiert, weil es gibt wirklich, erfahrungsgemäß, aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, es gibt welche, die schmecken echt geil und es gibt welche, die schmecken überhaupt nicht. Und ja. That's the way. Aber ansonsten, wichtige Message, reduziert auf jeden Fall eure Zuckerzufuhr, weil das ist auf jeden Fall gefährlich. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid, ihr habt Bedarf abzunehmen. Wobei Zucker reduzieren ist auch gut, wenn du
Normalgewicht hast, sagen wir mal. Jetzt mal aus einem medizinischen Standpunkt. Ja, und toi 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 an die Leute, die zunehmen wollen. Ich weiß, euer Struggle ist auch sehr real. Ist halt ein Thema, das ich persönlich nicht allzu umfangreich behandeln kann, weil ich bin halt mit einem anderen Problem konfrontiert, nämlich genau dem gegenteiligen. Ein Tipp, den man aber immer wieder geben kann, ist jetzt natürlich doof für Leute, die eine Nussallergie haben, aber gönnt euch gerne Nüsse. Nüsse helfen echt gut. Oh oh. Ich sollte an die Box. Dringend. Ja, es war jetzt für 3 Runden oder so. Das ist furchtbar. Ja, gönnt euch Nüsse, weil Nüsse sind wirklich, wirklich hilfreich, was das angeht. Also die helfen definitiv beim Zunehmen. Ja, haben wir jetzt auch das Thema Ernährung. Haha. Ja, ansonsten, Leute, ich habe heute 12 Stunden gepennt. Und ich glaube, das ist meist so ein Signal dafür, dass man aus einer relativ stressigen und anstrengenden Zeit gekommen ist. Und ich bin sehr happy, dass das jetzt durch ist. Und ich meine, vielleicht merkt man es auch, ich bin ein bisschen entspannt aktuell. Ich bin wirklich gerade ganz leger unterwegs. Und jetzt ist Kokobun auch drin. Copy. Bin ganz leger, ganz entspannt und hoffe, das bleibt auch die nächsten Wochen so. Und es gibt aber auch viele, viele Videos, die ich jetzt mir vorgenommen habe. Also just heute, wo dieses Video erscheinen soll, sind 5 Videos auf dem Kanal oder auf den Kanälen geplant. Auf diesem Kanal kam ja dann Forza Motorsport 3 schon. Jetzt dann Gran Turismo 7 auch. Auf dem Dave Zockt Kanal, das ist mein Standard-Let's Play-Kanal für die Leute, die außerhalb von Rennspielen auch noch interessiert sind an dem, was ich zocke. Da habe ich dann noch um 14 Uhr dann Hogwarts Legacy. Und für 19 oder 20 Uhr ist dann Dead Space geplant. Und ja gut, das würde ich jetzt überlegen, ne? Wie mache ich das von dem Release-Timing her? Eigentlich hatte ich F1 22 für, oh oh, 18 Uhr geplant. Aber da ist ja jetzt das Rennen in Jeddah. Hm. Soll ich mal einen Sonntag ohne Video machen? Nee, das Video würde ich dann gegen 20 Uhr raushauen. Vielleicht würde ich dann Dead Space mir heute sparen. Wäre eigentlich klug. Weil ich muss sagen, Standard-Let's Plays sind ja eh nicht so hoch in der Prio-Liste, was ey, ich lebe davon oder so betrifft. Hi, der Witzka. Ich sollte auf jeden Fall für Wets reingehen jetzt. Ich habe ja eh genug Vorsprung, dass ich mir im Zweifel sogar einen Stopp extra erlauben kann. Sollte ich auch nur geringfügig schneller sein als die anderen. Wobei, Faber ist es noch. Na, geht. Ja, aber F1 22 hätte da die höhere Prio. Die Frage ist halt nur, wenn das so um 20 Uhr hochlädst, ist es doch Top-Timing? Andererseits, auch immer cool, ist Videos rauszuhauen, wenn gerade eine Red Flag ist in der Formel 1. Das ist eigentlich echt lustig, weil während der roten Flagge, da hat niemand irgendwas zu tun gerade in dem Moment. Aber jeder sitzt halt ohnehin schon vorm Rechner oder vorm Fernseher, weil jeder gerade Formel 1 gucken wollte. Ist halt aber gerade rote Flagge angesagt. Eigentlich ganz lustig. Ja, und die Tage kommt dann auch noch Resident Evil 4, das Remake. Das wird safe auch nochmal gezockt.
Okay, jetzt sind wir bei Wet-Bedingungen. Ich bleib draußen. Ich werde erst reinfahren, wenn die anderen reinfahren vielleicht. Wobei, vielleicht muss ich eh nochmal reinfahren. Ja gut, dann mache ich das, wenn es... Also soweit ich weiß, wurde es am Ende nochmal hier schön trocken. Ich meine, jetzt haben wir wieder trockenere Strecke, also ist eigentlich entspannt. Kann ja jetzt ein bisschen Sprit sparen, alles gut. War ich ein bisschen langsamer um den Kurs. Stört mich nicht. Die Resident Evil 4, das Remake, werde ich auf jeden Fall auch nochmal zocken dann. Und... Der Gedanke, GTA 4 nochmal als Let's Play zu machen und da auch eine schöne Review zu machen, der ist auf jeden Fall auch noch da. Mal gucken. Ist ja bald 15-jähriges Jubiläum von dem Spiel. Ende April. Und bis jetzt habe ich leider eine Sache, die ich mir vorgenommen hatte, noch gar nicht gemacht, nämlich tatsächlich diese x Jahre später Reviews. Aber es ist auch, und da muss ich mich selbst auch mal in Schutz nehmen, in den letzten Wochen einiges passiert. Also es ist wirklich... Eureka. Es ist ja nicht so, als ob ich das nicht mache, weil ich Bock drauf habe, es nicht zu machen, sondern es ist ja so, dass du halt vielleicht einfach Sachen zu tun hast, Stress um den Kopf hast und alles einfach ein bisschen unentspannt ist. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Wets eindeutig schneller sein werden, ne? Ja, und jetzt hört es bald auch auf zu regnen. Und sobald es aufgehört hat zu regnen und die Strecke wieder ausreichend trocken ist, wechseln wir einmal auf Slicks. Hui! Haben die nötige Benzinmenge dann sicher nachgetankt schon und während alle anderen entweder nochmal auf Intermediates wechseln müssen, bevor sie dann auf Slicks fahren können, oder auf Wets so lange pacetechnisch verdursten, bis sie dann auf Slicks können, sparen wir uns den Stopp und überrunden wahrscheinlich dann nochmal Kokobun. Natürlich sei nochmal gesagt, hey, jetzt kommt nochmal heftiger Regen. Und Kokobun ist definitiv etwas schneller mit den Wet-Reifen. Aber ich muss tatsächlich sagen, das Rennen ist auf schwer nicht so unendlich anstrengend. Also, nachdem ich immer wieder diese Kommentare bekommen habe, hatte ich eigentlich gedacht, okay, ich werde jetzt komplett zerberstet. Leute, traut euch auch mal auf einen höheren Schwierigkeitsgrad zu fahren. Ich meine, das kommt ja irgendwo her. Ich meine, wenn Leute das ist jetzt mal eine Ansorge. Nee, aber das ist jetzt mal wirklich ernst gemeint. Ich habe von Leuten Kommentare bekommen, die meinen, dass sie eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden teilweise schneller sind als ich oder sonst was, ja. Jetzt war vielleicht trotzdem eine wichtige Ansage an euch, also ein Rat, ein Ratschlag eher. Wenn ihr diese Pace habt, fahrt doch ruhig mal auf mittel oder schwer. Weil es macht doch euer Spielerlebnis im Zweifel dann auch ein bisschen interessanter. Ich kenne das auch, manchmal ist es lustig, Spiele auf leicht zu spielen, weil es angenehmer ist. Kannst du vielleicht nebenbei Podcast hören oder so. Ich könnte jetzt wahrscheinlich die Kopfhörer abnehmen, wenn es repräsentativ auf leicht leichter wäre, dann könnte ich wahrscheinlich jetzt einfach Kopfhörer abnehmen und könnte einfach ein bisschen vor mich hin daddeln und nebenbei Podcast hören oder sonst was. Könnt auch hin und wieder mal gucken, so, ah ja, hier 49 Minuten, 36 Sekunden Aufnahmezeit und so weiter. Aber probiert's ruhig, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Leute ein, zwei Sekunden schneller sind als ich.
und es auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht schaffen. Mir würde zumindest keine Begründung einfallen, warum. Wenn das Event bei einzelnen Leuten verbuggt ist, das wäre schon weird. Das wäre schon richtig wild. Oh, und da gehen die nächsten schon mal direkt rein, ja. Die Wets. Ey, wie gesagt, die haben ein paar Sekunden aufgeholt. So 5, 6 Sekunden kam Kokobun jetzt näher, seit er auf Wets ist. Seitdem nix. Ja, aber traut euch ruhig. Weil dann passiert euch das bei dem Human Comedy Rennen hier auch nicht. Dann fahrt ihr dieses Human Comedy Rennen und seid einfach easy peasy auf P1 und überrundet die Gegner, so wie ich es hier gerade tue. In bester Dave-Manier könnt ihr das dann schaffen. Wir haben 3.15 Uhr. Ich merke langsam aber sicher, dass ich auch ein bisschen müde werde. Noch ein bisschen abgrübeln, was ich jetzt noch mache. Ich hatte eigentlich Bock, noch ein bisschen God of War zu zocken. Ich würde das schon gerne noch die nächste Zeit jetzt durchkriegen. Und auch wissen, was da jetzt passiert, finally. Übrigens, wenn euch God of War interessiert, auch da auf dem Dave-Zock-Kanal zocke ich es aktiv noch. Kommen jetzt immer wieder neue Episoden. Bin jetzt so ungefähr zwei Drittel, glaube ich, durch. Ja gut, während das Video rendert, habe ich ja sogar noch eine Stunde Zeit, ne? Dann kann ich ja eigentlich parallel noch God of War zocken. Eine Episode geht in der Zwischenzeit safe. Ja, das ist tatsächlich so ein Wunschszenario, wo ich jetzt aktuell auch wieder hin will, dass ich ein paar Tage Videos im Voraus produziert habe. Da war ich zwischenzeitlich und dann kam eine sehr stressige Phase. Ich konnte mich zwischenzeitlich gar nicht ums Thema Videos kümmern. Ja. Ich habe mittlerweile, also ich habe eine Weile lang eine Schwäche gehabt und die habe ich sehr großflächig schon abgelegt, aber vor kurzem kam dann doch wieder, wie gesagt, etwas und ein Tag, der war leider komplett verloren. Das Ding ist, also erstmal Thema, worüber spreche ich? Wenn ihr so gestresst seid, dass es euch im gesamten Alltag lähmt. Ich weiß nicht, ob ihr das habt oder nicht. Und ich weiß auch nicht, wie allgegenwärtig das ist. Ich kann mir vorstellen, es gibt gewisse Sachen, die werden jeden von uns lähmen können, ja, also dass erstmal jeder von, oder fast jeder von uns erstmal nicht weiß, was soll ich machen. Keine Ahnung, wenn du schlechte Nachrichten im familiären Umfeld bekommst, dann wirst du erstmal wahrscheinlich ein, zwei, drei Tage nicht wissen, was du jetzt machen sollst, wohin mit dir. Ich frag mich, warum Kokobun, by the way, wieder jetzt näher kommt. Der ist doch auf Wet, oder? Oder auf was für Reifen ist der denn? Verstehe ich nicht. Ja, aber das war bei mir immer wieder so ein Ding, wenn irgendwas war, und es kann noch so klein gewesen sein, ne, das ist teilweise super doof, so, es gibt so bestimmte Themen, verhältnismäßig kleine Sachen, so, keine Ahnung, letztens zum Beispiel hatte ich mich mal ein bisschen mit der Frage beschäftigt, okay, Wiesbaden, Garage, wo finde ich so eine? Es geht nicht um Tiefgaragenplätze oder so, es geht auch nicht um Außenstellplätze oder sonst was, sondern Einzelgarage, weil ich will mir ein geiles Auto holen und es gibt halt Autos, die kannst du nur Vollkasko versichern, wenn du auch eine Garage hast. Ja, und eine Einzelgarage, wichtig. Eine abschließbare Garage, die muss breit genug sein, damit ein schön fettes Auto reinpasst. Und das Ding ist, dass es teilweise so Sachen gab. Ich meine, es gibt ja Probleme, da setze ich mich mit meinem Hirnschmalz hin und denke mir so, es muss doch jetzt hierfür eine Lösungsmöglichkeit geben. Und wenn ich sehr darüber nachdenke, wenn ich richtig am Grübeln bin, dann finde ich eine Lösung. Es gibt aber auch einfach Probleme, da musst du anerkennen und akzeptieren können, du findest hier keinen Lösungsansatz.
Und das ist das Problem, dass ich teilweise nicht von diesem ich zerdenke eine Situation, dass ich da nicht rauskomme. Und teilweise stresst dich das und das lähmt dich dann. Und dann sitzt du den ganzen Tag teilweise vorm PC, hast nichts gemacht und ärgerst dich, weil ich habe den Tag verplempert. Und mir geht's auch noch schlecht. Und das hatte ich immer und immer wieder mal. Auch bei, wie gesagt, kleineren Sachen. Garage nicht gefunden, die ganze Zeit da gesessen. Irgendwie muss es doch gehen. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Super geärgert. Tja, und wie gesagt, konnte ich lange umschiffen, aber jetzt letztens hatte ich wieder einen Tag. Da saß ich dann den ganzen Tag am PC und habe nichts gemacht. Einfach weil du in dem Moment denkst, puh, das ist so eine angespannte Lage gerade für mich. Das ist so stressig. Ich weiß jetzt nicht konkret, wie ich mit der ganzen Situation umgehen soll. Und das ist ein Riesendruck für mich. Und das ist super unangenehm. Und dann geht ein ganzer Tag flöten. Und ich sag mal, ein ganzer Tag, da kannst du vielleicht 5, 6, 7, 8 Videos machen. Oder 2, 3, 4 Videos. Und machst am Abend noch 2, 3 Stunden Stream oder so. Auf jeden Fall ist das mächtig was, was dir verloren geht. Und wenn ich jetzt gerade schon wieder dran denke, bin ich wieder ein bisschen gestresster. Und ich bin unendlich froh, dass ich jetzt mittlerweile aus dieser ganzen Stresssituation jetzt wieder raus bin. Und dass ich hoffentlich bald dann auch komplett entspannt in die Zukunft blicken kann. Ich kann da leider nicht konkret werden, es tut mir extrem leid, aber oh oh, da war es noch ein bisschen nass. Vertraut mir, wenn ich sage, es ist halt wirklich so einfach sehr, sehr viel Stress gewesen. So ein bisschen wie meine letzte Prüfungsphase in der Uni. Ich habe über 9 Semester studiert, Wirtschaftswissenschaften in der Goethe-Uni Frankfurt. Und eigentlich ist es ein Studiengang mit Regelstudienzeit von 6 Semestern und ich habe auf 9 insgesamt verlängert. Das ist das Maximum, was vom Studiengang auch zugelassen ist, was von ja, dem Studium auch erwartet wird, dass es innerhalb von 9 Semestern abschließt. Und ich habe es zweimal versiebt, mich für die Prüfung anzumelden. Einmal war ich einen Tag spät dran. Das war ein bisschen doof, dass ich da noch nicht ein bisschen mehr Wissen hatte, weil ich durfte auch aus anderen Fächern noch eine gewisse Zahl an Modulen einbringen und da waren die Registrierungspflichten nicht so restriktiv wie bei uns. Bei uns musstest du dich am 15. Dezember schon für die Klausuren anmelden, die im Februar oder März des Folgejahres kamen. Und ich habe mich am 16. Dezember einmal anmelden wollen, weil das ein Freitag war. Und einmal hatte ich vergessen, etwas herunterzuladen. Und zwar so eine Signatur, die dir bestätigt, dass du dich für die Klausuren angemeldet hast. So eine digitale Signatur war das. Da steht immer dabei, laden Sie es herunter für den Fall der Fälle. Dies, das, Ananas. Was mache ich natürlich? Ach, wird schon passen. Hat nicht gepasst. Allein dadurch habe ich 2 Semester länger gebraucht. Sonst hätte ich es eigentlich in 7 Semestern geschafft und das, obwohl ich die ganze Zeit YouTube nebenbei gemacht habe. Und long story short, ja, war stressig. Insbesondere, da ich im letzten Semester dann 5 Module abschließen musste, also 5 Fächer bestehen musste, für die ich alle eine Klausur schreiben musste dann. Ich habe 6 Klausuren geschrieben. Ich habe alle 6 bestanden. Und die 2 schwächsten waren noch mit derselben Note. Und das heißt im Endeffekt, ich hätte mir zwar ein Modul sparen können, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich alles mitgenommen habe. Und eines der zwei der Module, die am schlechtesten bewertet waren bei mir, waren auch in dieser letzten Prüfungsphase. Das heißt, es hat mir im Prinzip leider absolut nichts gebracht. Nicht mal so, ja, wenigstens kannst du eine alte, schlechte Note damit kompensieren oder so, aber ist mir alles egal. Ich weiß übrigens nicht mal mehr, was für eine Bachelor-Note ich habe. Abi habe ich 2,1, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was für ein Bachelor ich habe. Ist das eine 2,3, 2,1, 2,2, 2,0?
1,9. Ich habe nicht mal mein Zeugnis jemals abgeholt. Sollte ich das machen? Geht es irgendwann verloren? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe es halt nicht gebraucht. Das ist das Gute. Ich habe mich ja halt direkt an YouTube dran gesetzt. Und ein Jahr später kam halt dann der große Boom global. Niemand ging mehr raus aus dem Haus. Und dann ging es halt plötzlich auch bei mir rapide bergauf. Eigentlich schon 2019. 2019 war recht kurz nach meinem Abschluss in der Uni der Crossover-Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht nur davon leben, jetzt YouTube zu machen, sondern ich kann davon leben, YouTube zu machen. Und das war krass. Das war krass. Naja, aber die Prüfungsphase ist halt auch so. Da bist du gelähmt. Da bist du für viele Sachen nicht mehr aufnahmefähig. Beauvoir geht jetzt noch an die Box, das ist total unsinnig. Fahr doch mit deinen Inters einfach zu Ende. Kühl die hier und da nochmal und fahr einfach zu Ende. Hier ist es nicht komplett trocken gewesen, gerade auf der Geraden. Also, ein bisschen feucht ist es ja noch wenigstens. Selbst wenn, den Boxstopp wird er nie rausfahren. Egal. Aber bei der Uni, bei Prüfungen, da gibt es halt einen Grund, warum du nicht aufnahmefähig bist außerhalb deiner eigenen Übungen. Nämlich den ganz einfachen Grund, naja, du bist halt im Stress. Du musst halt lernen. Du weißt, du hast das, du hast ein klares Ziel. Das ist was anderes, als sich den ganzen Tag irgendwie aufzuregen darüber oder zu ärgern oder Gedanken zu machen über irgendetwas, was man organisatorisch machen möchte oder sonst was. Und ja, das ist einfach ein anderer Schnack. Das ist wirklich ein ganz, ganz anderes Thema. Das ist ein anderer Schnack und im Endeffekt ist es halt schade, dass ich jetzt auch mal einen Tag verloren hatte. Wie gesagt, deswegen kam ich jetzt in den Rückstand bezüglich Videos. Aber es ist auch okay. Passiert mal und ich bin froh, dass mir diese stressige Situation jetzt nicht zum Beispiel letztes Jahr zum Gran Turismo 7 Release passiert ist. Weil das hätte sehr viel kaputt gemacht sonst. Ich hätte nicht so befreit streamen können. Ich hätte nicht so befreit einfach den ganzen Tag zocken können und irgendwie rumtratschen können. Sondern ich wäre jetzt richtig, richtig nervlich am Ende gewesen und hätte die ganze Release-Phase irgendwie verpasst. Hätte nichts Cooles gemacht in der Zwischenzeit und das wäre alles nicht geil gewesen. Aber so, wie wir jetzt gerade aktuell stehen, hat es zum Glück in eine Kerbe reingeschlagen, wo gerade nicht viel ansteht. Wo ohnehin jetzt gerade nichts groß los ist. Ja, und der Australier meinte, mit seinem Tune kann man 58 Runden fahren. Ich glaube, wenn ich den einen Stopp mir gespart hätte, wäre ich auch durchaus bei 58 Runden gelandet. Wenn du ein bisschen mehr Sprit sparst, dann kannst du auch wirklich, bis Snicks wieder angesagt ist, glaube ich, auch durchfahren. Tja, und werte Damen und Herren, Human Comedy, Mission Nummer 1, accomplished. Wie gesagt, für mein Gefühl ging das. War nicht so schlimm. Was halt krass ist, ist, dass Kaya, der mit Sicherheit ja auch Gold hat, der gibt sich mit nichts anderem zufrieden, hier nur 55 Runden absolviert hat, was zumindest dafür spricht, dass der Schwierigkeitsgrad grundsätzlich höher geworden ist. Wie viele Runden hatte ich damals? Das möchte ich jetzt mal nachschauen. Moment. Ich habe ja nach Human Comedy Tsukuba gesucht. Das heißt, ich müsste auch meine eigene Folge sehen. Einen wunderschönen, ja genau. Hallo, Dave. Dann zeig ich mal, wie viele Runden du am Ende hast. Ich habe auch 55 Runden am Ende gehabt. Krass. Ich bin auf dem Intermediate am Ende durchgefahren, lol. Ich hatte aber auch nur 13 Sekunden Vorsprung. Also 55 Runden hatte ich damals auch. Aber hey, vielleicht war mein Tuning nicht gut. Und wie gesagt, die Strategie war auch nicht gut. Bin am Ende auf Inters durchgefahren, Leute. So. Tägliches Roulette-Ticket bekommen um 3.27 Uhr. Immer zur entspanntesten Tageszeit. So, und jetzt gucken wir mal. Was haben wir als Roulette-Preis noch bekommen? Ich hätte jetzt super gerne auf diesem Account den Honda Formel 1 Wagen, den neueren. Weil ich den für Trial Mountain gerne nutzen würde. Und ich fahre gerne auf diesem Account, weil hier habe ich die Human Comedy Mission noch nicht. Und dann könnten wir das auch gleichzeitig zum Komplettieren auf diesem Account hier nutzen. Wäre auch nett.
So. Wir gucken mal. Ich werde übrigens nochmal mit dem Ford Mustang in die Time Trial gehen, aber... Oh nein, bitte gib mir jetzt nicht den Mazda. Okay, das ist natürlich sehr viel besser. Hätte ich nichts gesagt. Wobei das Spiel ja eh feststellt, welche... Also von Anfang an schon festgelegt hat, welche Preise du bekommst. Ja, übrigens, kurze weitere Info. Ich habe noch einen extra Heckspoiler angebaut, falls ihr euch fragt, wie ich Abtrieb einstellen kann am Heckspoiler. Dieser Heckspoiler ist nicht der Standard Mazda Roadster Heckspoiler. Dringend ändern. Ja, Leute, ansonsten Human Comedy Nummer 1 von 8 abgeschlossen. Es wurde auch gefragt, woran sich der Name Human Comedy genau orientiert oder woher das kommt, auf was es anspielt. Weiß es nicht genau, ich kenne nur die göttliche Komödie von Dante Alighieri, wo es um einen Menschen geht, der in die Hölle hinabsteigt. Ich habe vergessen, mit welchem Sinn und Zweck. Aber an der Stelle danke fürs Einschalten. Wir schweifen vom Thema ab. Merci fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Abo raus und beim nächsten Video dabei sein und bis zum nächsten bei Gran Turismo 7. Ciao, ciao!